Ein herzliches Dankeschön an die Künstlerinnen, die ihre Sachen mitgebracht haben für euch. Und die Sachen können jetzt noch den ganzen Nachmittag bewundert und vielleicht Termine ausgemacht werden. Und nutzt einfach jetzt noch die Chance. Wir haben von Keramikkünstlerinnen bis Malerinnen hier und die Regina mit ihren wunderbaren Düften. Also nutzt einfach die Zeit auch für euch. Ja. In my face, what a moving dream I was living in. People from all around were gathering in the biggest celebration. There's only one way to freedom within you. Remember, you're the one you have been waiting for. Open your heart, this is your door. Looking through your inner eyes, you are ready for paradise. Tell the world where you have been. We all need you, you're our way. Ich möchte jetzt gerne diesen Redekreis hier eröffnen. Und zwar auch mit den Worten, wie ich eigentlich dazu kam, meinen eigenen Frauenkreis umzuleiten. Und es gibt ja mittlerweile, Gott sei Dank, schon sehr viele Frauenkreise in unserem wunderschönen Land. Und jede Frau, die so einen Kreis anbietet, macht ihn auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Wir haben so den Schwerpunkt hier in der Mondhütte mit dem Thema Heilung von Körper, Geist und Seele. Und da bin ich sehr glücklich und dankbar, dass immer mehr Frauen dazukommen und einen Tag mit uns gemeinsam in den Frauenkreis gehen, sich die Zeit nehmen und auch die Auszeit sich nehmen vom Alltag mit der ganzen Fülle, die manchmal so da ist, um wieder bei sich selbst anzukommen, um sich auftanken zu können. Ja, im Herbst ist es so, dass es unseren Frauenkreis bereits seit 9 Jahren gibt. Immer was ziemlich wert, das ist wirklich etwas, was wachsen darf. Absolut. Ja, dass man nämlich auch dahinter steht. Natürlich kann ich sagen, ich bin jetzt 100 Euro wert in meiner Stunde. Ja. Aber die Frage ist, wie kommt es beim Gegenüber an? Weil der spürt das ja, dass du in deinem Innersten vielleicht noch nicht so aufgestellt bist, dass du diesen inneren Wert wirklich in dir erkannt hast. Und deswegen habt den Mut, eure Schritte zu setzen, Step by Step. Wir brauchen auch jemanden anderen, der sich uns gegenübersetzt, den Raum für uns hält, uns unsere Geschichte zuhört, unserem Schmerz zuhört, reflektiert oder uns auch vielleicht neue Türen aufmacht. Und deswegen bleibt da wirklich dran und habt den Glauben daran, dass ihr auch euren Wert findet. Denn jede Frau ist eine Göttin und trägt diesen göttlichen Funken in sich. Living in.
biggest celebration. Within all, I heard a call. No one being the new can make it true. There's only one way to freedom. Das war so schön jetzt, was ich da gehört habe von dir und von jeder einzelnen Frau, die hier ist und gesprochen hat. Es ist so echt. Und dann finde ich hier ein Feld, das so wahrhaftig und unterstützend ist, wie ich es überhaupt noch nie erlebt habe. Und das liegt sicherlich auch an mir, weil ich ja weiß, alles, was in mir drinnen ist, das spiegelt sich im Außen. Weil die Stimme ist wichtig und die Frauen wollen gehört werden. Und es ist wichtig, das Instrument zu kennen und zu nutzen. Die Monde ist aufgegangen und Namaste, Namaste, Namaste.